Ja, es freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und auf diesen reißerischen Titel reingefallen seid. Ich möchte ein bisschen über menschliche Faktoren der IT-Sicherheit sprechen und habe mich für den Titel Hirnehacken entschieden. Der Hintergrund ist, dass wenn man irgendwie von Hackern spricht, sehr häufig so ein bisschen dieser Nimbus gilt, dass es irgendwie so Halbgötter in Schwarz sind. Ne? Man weiß nicht genau, was die machen, aber die kommen irgendwie da rein und diese Hacker, die sind in meinem Gerät drin und ich weiß auch nicht genau, was die von mir wollen und wie die das gemacht haben. Und die Realität da draußen ist eigentlich sehr anders, als die meisten Leute sich das vorstellen. Ich vertrete die These, dass eigentlich jedes praktisch relevante Problem der IT-Sicherheit theoretisch gelöst wurde. Also wir haben jetzt keine, uns fehlt nicht das Wissen, wie wir eine bestimmte Lösung in der IT-Sicherheit machen müssen, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin. Denn obwohl wir alles theoretisch gelöst haben, ist die praktische IT-Sicherheit ein einziges Desaster. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns irgendwie so spannende IT-Sicherheitsmechanismen aufbauen und die prüfen wir dann. Ne? Da sieht man hier einen schönen Pfahl und der hält jetzt irgendwie ein Tier gefangen. Und wenn man sich das in der Realität anschaut, sieht es eher so aus. Und das ist jetzt eine kleine Bedrohung. Und irgendwie stellen wir uns vor, dass das bei den großen Bedrohungen anders wäre. Schauen wir uns an, wir lesen irgendwie überall von Emotet gerade, Hacker kompromittieren Computer, verschlüsseln alle Dateien, fordern dann hohes Lösegeld. Und Heise haben sehr viel darüber berichtet, bis es sie dann selber erwischt hat. Das heißt, auch die, die es wirklich wissen und wissen müssen und können müssten, sind irgendwie nicht davor gefeit. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Und wenn wir uns mal anschauen, was so in der IT-Sicherheitsforschung abgeht, ne, auch hier auf dem Kongress, deswegen habe ich den Vortrag ja auch hier eingereicht, so die Forschung, die muss immer echt Avantgarde sein, ne, das muss irgendwie großen Applaus und Voodoo und hier noch ein Exploit und hast ja alles nicht gesehen und Remote Code Execution. Während die Realität dem gegenüber, also so wie jetzt tatsächliches Cyber da draußen geht, ist ungefähr eher so. Bin ich schon drin oder was? Das heißt, wir leben eigentlich, weil wir das auch als Nerds und Hacker irgendwie interessant finden, in irgendwie dieser Welt, während das, was da draußen wirklich an Kriminalität stattfindet, eher so Hütchenspiele ist. Ne? Und dieses Hütchenspielproblem lösen wir aber nicht. Und ich glaube, dass das sehr unsinnig ist oder sehr schlecht ist, dass wir uns um die Problemfelder, die eigentlich gerade ganz prävalent sind, die überall beobachtet werden, ja, selbst im Heise Verlag, dass wir uns um die eigentlich nicht kümmern. Und da machen wir eigentlich seit Jahren keinen Fortschritt. Ich möchte ein bisschen über einfache Scams reden, ein bisschen über Passwortprobleme, ein bisschen über Schadsoftware. Ein Scam, der uns auch im CCC sehr amüsiert hat, ist der Scam der Chaos Hacking Gruppe. Die Chaos Hacking Gruppe verschickt E-Mails und sagt den Leuten, ja, also ich habe irgendwie dein System mit einem Trojaner infiziert und wir sind uns ihrer intimen Abenteuer im Internet bewusst. Wir wissen, dass sie Websites für Erwachsene lieben und wir wissen über ihre Sexsucht Bescheid und versuchen dann von den Leuten irgendwie Geld zu erpressen, geben ein Bitcoin-Wallet an und versuchen halt irgendwie die Leute zu erpressen. Interessanterweise gibt es Leute, die sich dann da echt drüber Gedanken machen. Die bestreiten aber immer, dass das, also es kann eigentlich nicht sein, was die da sagen. Ne? Wer geübt ist im Erpressen, weiß natürlich, solange die keinen Beweis mitliefern, zahlen wir erstmal nicht. Wenn die Leute aber dann so mit dieser Art und Weise versucht werden, betrogen zu werden und das googeln, dann kommen sie direkt an den Nächsten. Wenn man jetzt die Chaos-CC-Gruppe googelt, dann wird einem auf irgendwelchen Webseiten klargemacht, dass das sich um einen Trojaner handeln würde und man jetzt irgendeine komische nächste Schadsoftware runterladen soll. Wie man diesen Schaden wieder entfernt. Das heißt, die Leute kommen hier echt vom Regen in die Traufe, so, aha, ich wusste, du willst gerne verarscht werden, hier hätte ich noch ein bisschen Snake Oil für dich. Ne? Das heißt, die Welt da draußen für unsere ungeübten Nutzerinnen und Nutzer ist relativ gefährlich. Schauen wir uns mal an, wie das bei den Geübten aussieht. Die Linux-Kernel-Mailing-Liste ist vielleicht einigen von euch ein Begriff. Da ist auch vor kurzem mal so eine E-Mail eingegangen, am 31. Oktober 2018, schon etwas her.
Da wurde sogar das Passwort angegeben. Ja, das ist also so das nächste Level von diesem Scam. Du schreibst einfach irgendein Passwort-Leak noch mit rein. Die Leute kriegen dann Herzrasen, weil ihr Passwort in der E-Mail steht. Und auch hier wollte jemand Bitcoins haben, unter anderem von den Linux-Kernel-Entwicklern. Bitcoin ist ja ganz schön, man kann ja in die Blockchain schauen, wie viel die Linux-Kernel-Entwickler da so bezahlt haben. In dem Wallet befinden sich 2,98 Bitcoin. Das sind vor ein paar Tagen noch ungefähr 19.000 Euro gewesen. Also soll mal einer sagen, mit Linux könnte man keinen Profit machen. Die E-Mail ging natürlich noch an sehr viel weitere, außer der Linux-Kernel-Mailing-Liste, aber ich denke, man sieht hier, man fragt sich eigentlich, warum machen wir eigentlich den Quatsch, den wir machen, wenn wir so einfach uns Geld überweisen lassen könnten mit ein paar Spam-Mails. Geht aber noch weiter, Geld überweisen, Klassiker, der CEO-Fraud, ein großes Thema auch, also das ist eines der großen Szenarien, denen irgendwie mittelständische Unternehmen, größere Unternehmen ausgesetzt sind. Kriegst eine E-Mail, wo dann irgendwie gesagt wird, ey, wir müssen jetzt mal hier die Rechnung bezahlen, wir müssen das heute erledigen. Wenn meistens sind das dann, also in der einen Schiene sind es dann halt eher so geringe Beträge, die jetzt vielleicht auch einfach mal durchgehen. Geht aber natürlich auch in der Nummer schärfer. Alles schon tatsächlich sehr häufig passiert, dass also so eine Geschichte gemacht wird, ja, der große Deal mit den Chinesen steht irgendwie kurz bevor und du darfst jetzt mit niemandem darüber sprechen, aber du musst jetzt mal ganz kurz 2 Millionen auf die Seychellen überweisen und dann machen die Leute das. Und diese E-Mails arbeiten einfach so ein bisschen mit Autorität, Vertrauen, Eile und Druck und leiten Menschen an, dann das zu tun, was sie eigentlich nicht tun sollten. Das ist auf Anhieb erstmal vielleicht halbwegs witzig, wenn man aber mal mit so einem Menschen spricht, dem das passiert ist, die haben danach echt schwere Krisen, weil sie natürlich wissen, dass das nicht besonders klug war und auch sehr schädlich für das Unternehmen und das ist eigentlich dann gar nicht mehr so unterhaltsam. Kommen wir zurück zu unterhaltsamen Sachen. Der Authentisierung. Eine Sache, die vielen Menschen Probleme bereitet, ist ihr Passwort. Und das Problem ist, dass sie eben auch nur eines haben und dieses sich dann in solchen Sammlungen wie Collection 1 bis 5 befindet, die ihr natürlich auch, wir alle haben die ja immer dabei und können dort die Passwörter nachschlagen, zum Beispiel 23 Bonobo 42, Tim Pritlove weiß jeder. Ne? So. Das Schöne ist an diesen Listen, auch wir, die Ahnung davon haben sollten, sind da drin. Wenn man meine E-Mail-Adresse bei Have I Been Pwned eingibt, einer Webseite, wo man checken kann, ob eine E-Mail-Adresse in Leaks vorhanden ist, findet man das auch bei mir. So, kommt später dazu, wie das vielleicht passiert sein könnte. Die Sache, die mich daran so ärgert, ist, dass wir eigentlich seit es Computer gibt, dieses Passwortproblem nie so richtig angegangen sind. Wir sagen den Leuten eigentlich, okay, pass auf, dein Passwort darf nicht zu erraten sein, am besten zufällig ohne jegliches System, es soll so lang wie möglich sein, am besten nicht nur ein Wort und es muss überall unterschiedlich sein. Und kein Mensch tut das. Ja, wenn man irgendwie, ja, war letztens beim Zahnarzt, ja, wenn man mit dem redet, der sagt einem auch jedes Mal, ja, du musst aber morgens, mittags, abends Zahnseide, hast du nicht gesehen? Und so, ja, genau, mach du erstmal überall andere Passwörter, dann können wir weiterreden. Ne? Und ja, das habe ich gemacht so. Irgendwann habe ich das vor ein paar Jahren dann auch tatsächlich getan. Ich benutze jetzt einen Passwortmanager. Wissen wir alle, dass das klug und gut ist. Aber ich renne eigentlich seit vielen Jahren um die Welt, erkläre den Leuten von diesen Passwortmanagern und die Reaktion ist immer die gleiche. The fuck? So, was soll, das will ich nicht haben. Ja? Und wir haben einfach in dieser Welt nie mehr hingekriegt, als den Leuten zu sagen, benutzt doch einen Passwortmanager. Und dann fragen sie immer, welchen? Und dann sage ich empfehle keinen. Frage ist, wie kommen die Leute eigentlich an diese ganzen Passwörter? Klar, die machen entweder irgendwelche Services auf und holen die Passwörter dann aus den Datenbanken, wo sie nicht gehasht und gesortet gespeichert wurden. Oder sie schicken einfach mal eine E-Mail und fragen nach dem Passwort. Hier ein schönes Beispiel, das ich deshalb ausgewählt habe, weil ich darauf reingefallen bin. Ah. PayPal möchte mir in einer wichtigen Nachricht mitteilen, dass unser System einen nicht autorisierten Zugriff auf Ihr PayPal-Konto festgestellt hat. Um Ihre Sicherheit weiterhin vollständig gewährleisten zu können, klicken Sie bitte auf diesen Knopf. Ja? Und das Schöne an solchen Dingern ist immer, es gibt in der Regel nur einen Knopf.
Und das sollte einen eigentlich stutzig machen. Genauso hätte mich stutzig machen sollen, dass da oben erstmal nicht PayPal in dieser Adresszeile steht. Aber ich war irgendwie müde und habe irgendwie da drauf geklickt. Und jetzt kommt, was mir dann doch noch den Allerwertesten gerettet hat. Mein Passwortmanager konnte mir kein Passwort für diese Seite anbieten. So. Ich habe jetzt extra rausgenommen, welcher Passwortmanager das ist. Diejenigen, die ihn trotzdem erkennen, nicht denken, dass ich ihn lobe, weil dieser Passwortmanager hat vor kurzem mein Update erfahren. Und wenn ich das gleiche Spielchen heute mache, dann sagt er, ich kenne die Seite nicht, aber vielleicht willst du deine Kreditkarte oder deine Adresse eingeben. Herzlichen Dank. So, auf den Passwortmanager kann ich gerne verzichten. Wenn man sich so Phishing-Seiten anschaut, ich meine, es ist gar kein Hexenwerk, ne? Man nimmt einfach irgendeine Webseite, kopiert die auf einen anderen Server und programmiert sich dahinter ein kleines Backend, was alle Requests entgegennimmt, die man da so hinschickt. Hier habe ich letztens mal eine sehr schöne bekommen, das war der Gmail-Webmail-Login. aber die hatten eigentlich, ich fand das ganz elegant eigentlich, was die gemacht haben. Die haben quasi die Domain der E-Mail-Adresse noch als GET-Request mitgesendet und dann in ihrem Quelltext einfach das Favicon zu der Domain auf Google gesucht und dort eingeblendet. Das heißt, wenn ihr da eine andere Domain angibt, dann steht da immer ein anderes Logo, um einfach so diese Seite ein bisschen naheliegender zu machen. Wenn wir uns das anschauen, die Erfolgswahrscheinlichkeit, die solche Massenmails haben, ist enorm gering. Ja, die ist winzig klein. Diese Mails werden millionenfach versendet an ganz viele Empfängerinnen und Empfänger. Und wenn man aber dann auch so viele Mails versendet und in so vielen Spamfiltern hängen bleibt, dann findet man immer noch mal einen, der dann doch noch ein Passwort da einträgt und schon haben wir eine schöne Geschichte. Das ist jetzt irgendwie so ein Massenmail-Ding. Ich meine, ihr müsst nur in euren Spam-Folder reinschauen, da werdet ihr diese E-Mails finden. Blöd ist halt, wenn die mal irgendwann nicht im Spam landen. Wir haben da jetzt so ein bisschen über massenhafte Angriffe gesprochen, die zielen halt auf die Besten von uns ab. Wenn wir das Ganze aber mal gezielt machen, spricht man nicht mehr vom Phishing, sondern vom Spearphishing. Und beim Spearphishing sendet man nicht Millionen E-Mails, sondern man sendet eine. Und zwar genau an die Person, von der man das Passwort haben möchte. Und man macht eine Geschichte, die genau zu dieser Person auch passt. Also häufig mache ich das ganz gerne so mit Passwort-Reset-Mails. Ja? Also gibt es in vielen Unternehmen, sehr kluge Idee. Alle Mitarbeiter müssen alle 3 Monate die Zahl am Ende ihres Passworts um 1 inkrementieren. Und den E-Mail-Login von den meisten Unternehmen muss man auch nicht besonders fälschen. Den habe ich schon einmal fertig. So, wenn man solche Sachen macht, also Spearphishing, haben wir eher so eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass die Zielperson auf die Seite geht, ihr Passwort eingibt. Wenn ich das mit 3 Personen mache, habe ich einen Business Case. Und vor allem habe ich in der Regel keinen Spam-Filter, der mir im Weg ist. Ich kann wunderschöne Mail-Server aufsetzen mit minimal anderen Domains. Die machen DKIM, die machen alles, was du haben willst. Die haben sogar ein schönes Let's Encrypt-Zertifikat auf ihrer Webseite. Funktioniert und kommt in der Regel durch. Auf das Problem komme ich nachher nochmal zurück, denn das würde ich sehr gerne lösen. Aber auch beim Verbreiten von Schadsoftware ist das ein beliebtes Ziel, nicht irgendwie fette Zero-Day-Exploits zu verballern, sondern einfach mal den Leuten die Software anzubieten und zu gucken, wie sie die installieren. TRS hat mich da auf einen Tweet aufmerksam gemacht, der ist schon ein paar Jahre alt, aber er ist sehr wahr. Manchmal fühlt man sich als ITler wie ein Schafshirte, allerdings sind die Schafe betrunken und brennen und klicken überall drauf. Ja. Von Ed Celilanda. Ja, dann habe ich irgendwie letztens mal, wer den Vortrag von Thorsten gesehen hat, sieht, dass wir da auch was mit einem Torrent gemacht haben. Da war ich hier bei den Drive-By-Exploit Paralympics, wo ich also auf eine Webseite gekommen bin, die mich auch sehr
gedrängt hat, irgendetwas zu installieren. Ich müsste ein Update machen, irgendwelche komischen Plugins installieren oder so. Ne? Und die Leute machen das. Ja? Also es ist regelmäßig, dass irgendwelche Leute bei mir sitzen und sagen, ja, hier, ich habe ein Virus. Ja, wieso? Woher wissen Sie das denn? Ja, stand da. Ne? Und dann haben die halt irgendwie was installiert und dann merkt man so, dann haben sie gecheckt, dass das wahrscheinlich nicht klug war und dann haben sie am Ende irgendwie 86 Schadsoftwares drauf, die behaupten, Schadsoftwares zu entfernen. Übrigens, genau so wurde auch der Staatstrojaner Finspy gegen die türkische Opposition eingesetzt. Die haben eine schöne Webseite gemacht und haben gesagt, ey, guck mal hier, klick mal hier drauf, könnt ihr runterladen. Wie gesagt, die Analyse hat Thorsten zusammen mit Ulf Burmeier heute Morgen schon präsentiert. Da sind wir dann auch schon bei den, kurzer Applaus für Thorsten. Da sind wir dann auch schon jetzt bei dem Problem, was seit ungefähr 2016 der Welt Ärger bereitet, nämlich die sogenannte Ransomware. Funktioniert relativ einfach. Man kriegt eine E-Mail, in der E-Mail ist irgendein Anhang. In diesem Beispiel, das haben wir mal 2016 durchgespielt, das war Locky, war es eine Rechnung. Und wenn ich jetzt diesen Anhang öffne, passiert Folgendes. Es meldet sich das wunderschöne Programm Microsoft Word. Und Microsoft Word hat direkt zwei Warnmeldungen parat. Ihr seht sie dort oben in Gelb und Rot auf dem Bildschirm. Die rote Warnmeldung ist die, dass es sich um eine nicht lizenzierte Version des Programmes handelt. Die habt ihr also entweder nicht oder ihr habt sie auch und habt euch schon dran gewöhnt. Die gelbe Warnmeldung ist die, die euch davor warnt, dass ihr gerade auf dem Weg seid, euch sehr, sehr in den Fuß zu schießen. Und diese Warnmeldung ist sehr einfach verständlich. Seien Sie vorsichtig, Dateien aus dem Internet können Viren beinhalten. Wenn Sie diese Dateien nicht bearbeiten müssen, ist es sicherer, in der geschützten Ansicht zu verbleiben. Und in konsistenter Formulierung mit diesem Satz ist daneben ein Knopf, auf dem steht, bearbeiten, aktivieren. Versteht jeder sofort, was da gemeint ist. Gefahrenpotenzial ist sofort klar. Und wir haben wieder, genauso wie in dieser PayPal-Phishing-E-Mail, den wunderschönen, riesigen, großen Knopf. Und oben rechts in der Ecke, ganz klein, es versteckt sich ein bisschen, es flieht vor eurer Aufmerksamkeit, ihr habt es fast übersehen, ist ein klitzekleines, graues Kreuzchen. Ja? Das wäre der Weg in die Sicherheit. Aber natürlich seid ihr darauf trainiert, diesen Knopf zu drücken, weil diese Warnmeldung kommt ja schließlich jedes Mal, wenn ihr Microsoft Word öffnet, weil irgendwelche Makros sind ja in fast jedem Word-Dokument drin, was in eurem Unternehmen so rumschwirrt. Ist aber nicht schlimm, es geht nämlich weiter. Microsoft Word hat direkt noch eine Warnung für euch. Hier ist sie nochmal. Sicherheitswarnung, Makros wurden deaktiviert, Inhalte aktivieren. Und wir sitzen jetzt also da in diesem Beispiel Locky vor einem leeren Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier ganz ohne Inhalt. Alles, wonach es uns durstet, sind Inhalte. Also drücken wir auf Inhalte aktivieren. Und ich habe jetzt mal hier auf dem Desktop so ein paar Dateien drapiert, die dort so liegen. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, passiert Folgendes, die sind weg. Das Makro, was in diesem Word-Dokument ist, lädt über einen einfachen GET-Request eine Exe-Datei runter und führt in dem Fall Locky aus. Locky rasiert einmal durch die Festplatte, verschlüsselt alle Dateien und wenn er fertig ist, sagt er, übrigens, deine Dateien sind jetzt verschlüsselt. Und wenn Leute verschlüsselt hören, dann sagen die immer, ja, aber kann man das nicht irgendwie wieder entschlüsseln? Deswegen steht hier auch direkt, nein, kann man nicht. Es wäre total unsinnig, wenn wir Dinge verschlüsseln würden, die man einfach wieder entschlüsseln könnte. Deswegen haben wir das richtig gemacht. Und dann haben die hier so eine schöne Webseite gehabt und da wurde dann eben erklärt, wohin man wie viel Bitcoin überweisen muss. Locky war dann noch relativ großzügig. Die haben die Datenwiederherstellung für 500 Euro damals gemacht. Locky war also die erste große Ransomware-Welle. Es wurde überall davor gewarnt, Rechnungen zu öffnen. Die Bilanzen der Unternehmen hat das kurzfristig echt verbessert. Aber die Bilanzen der Angreifer nicht. Woraufhin dann weitere E-Mails kursierten. Die sahen ungefähr so aus. Hallo, hier ist das Bundeskriminalamt.
Passen Sie bitte auf mit Loki, weil uns immer mehr Leute gefragt haben, wie man sich davor schützt, haben wir einen Ratgeber vorbereitet. Den finden Sie im Anhang. Und der ganze Spaß ging wieder von vorne los. Loki war 2016. Wir haben vor kurzem mal einen Blick darauf geworfen, wie das so bei Gentcrab aussieht. Das war jetzt eine Ransomware von einer, ich komme gleich darauf, wo die Jungs herkamen, von einer Gruppierung, die sich vor kurzem zur Ruhe gesetzt hat, mit den Worten sinngemäß, wir haben gezeigt, dass man viele Millionen mit kriminellen Dingen verdienen und sich dann einfach zur Ruhe setzen kann. Und wir ermutigen euch auch, so einen schönen Lebensstil zu pflegen wie wir. Wir sind jetzt erstmal im Ruhestand. Wenn man sich mit denen, wenn man sich quasi bei denen das Gleiche durchgemacht hat, landete man auf so einer Seite. Die war sehr schön. Haben sie erstmal auch wieder mit sehr vielen psychologischen Tricks gearbeitet. Hier oben steht zum Beispiel, wenn du nicht bezahlst innerhalb von einer Woche, dann verdoppelt sich der Preis. Das haben die sich bei Booking.com abgeguckt. Dann erklären sie wieder, okay, es ist verschlüsselt, kriegst du nur von uns zurück. Und dann haben sie einen schönen Service hier, Free Decrypt. Du kannst eine Datei dorthin schicken. Und die entschlüsseln sie dir und schicken sie dir zurück, um zu beweisen, dass sie in der Lage sind, die zu entschlüsseln. Ja, die sind also in gewisser Form ehrbare Kaufmänner. Ne? Man fixt einmal an, zeigt, dass man die Dienstleistung erbringen kann. Und die haben auch einen Chat. Die haben hier unten so einen Kundenberatungschat. Und wir saßen irgendwie in geselliger Runde mit unserer Windows VM, die wir jetzt gerade gegentcrapped hatten. Und haben dann so gedacht, ach komm ey, jetzt chatten wir mal mit denen. Und haben uns so ein bisschen doof gestellt, ne, so hello, where can I buy the Bitcoin? Haben die uns dann irgendwelche Links geschickt, wo wir Bitcoin holen wollen. Dann haben wir gesagt, boah, das ist auch irgendwie voll anstrengend. Können wir nicht einfach eine SEPA-Überweisung machen? Wir zahlen auch die Gebühren, ist okay. Ne? Und dann haben wir so, als uns nichts mehr einfiel, sagte ich zu meinem Kumpel, der daneben saß, Wladimir. Ich sag, ey Wladimir, frag die doch mal, ob die Russisch können. Konnten sie. Und die Antwort war auf jeden Fall so, na klar. Und interessanterweise haben die auch sofort in Kyrillisch geantwortet. Ja, man kann ja Russisch auf zwei Arten schreiben. Man sieht uns hier an der deutschen Tastatur und die Jungs mit den kyrillischen Schriftzeichen. Und die waren auf einmal sehr interessiert, so, ey, du bist Russe und so. Wie bist du denn infiziert? Wie kann das denn sein, dass du infiziert wurdest? Hier steht doch, du bist in Deutschland. Und dann fragten wir so, ja, du bist doch in Deutschland und so, ne? Und dann sagten wir so, ja, ich arbeite für Gazprom. Und die wurden immer freundlicher und schrieben uns dann diesen folgenden Satz, den habe ich mal für euch in Google Translate gekippt. Der lautet ungefähr so, mach bitte ein Foto von deinem Pass. Du kannst gerne die sensiblen Daten mit deinem Finger abdecken. Ich brauche nur einen Beweis, dass du Bürger Russlands bist. Dann stellen wir dir die Daten kostenlos wieder her. Also manchmal ist IT-Sicherheit halt auch einfach nur der richtige Pass. Ne? Tatsächlich hatte Gentcrab Routinen drin, die gecheckt haben, ob die Systeme zum Beispiel russische Zeitzone oder russische Schriftzeichen standardmäßig eingestellt haben, um zu verhindern, dass sie russische Systeme befallen, weil die russische IT-Sicherheitsaußenpolitik ungefähr so lautet, liebe Hacker, das Internet, unendliche Weiten, ihr könnt da drin hacken, wie ihr wollt und wir liefern euch eh nicht aus, aber wenn ihr in Russland hackt, dann kommt ihr in russischen Knast. Und selbst russische Hacker wollen nicht in russischen Knast. Deswegen sorgen die dafür, dass sie dass sie ihre Landsmänner nicht infizieren. Wahre Patrioten. Der Brian Krebs hat nachher diese Gruppe auch noch enttarnt, hat einen super interessanten Artikel darüber geschrieben, war so ein paar Wochen eigentlich, nachdem wir diese kleine lustige Entdeckung gemacht hatten. Ihr wisst natürlich, grundsätzliches Motto jedes Kongress, kein Backup, kein Mitleid. Das heißt, ihr müsst natürlich euch gegen solche Angriffe dadurch schützen, dass ihr Backups habt und dann nicht bezahlen müsst.
Aber was ich spannend finde, ist, dieser Angriff mit den Word-Makros, die funktionieren seit 1999. Da war das Melissa-Virus irgendwie die große Nummer. Makros gab es schon früher in Word, aber 99 mit Internetverbreitung und so ging das irgendwie ordentlich rund. Und wir sind da keinen einzigen Schritt weitergekommen. Jeden anderen Bug, jedes andere Problem, was wir haben, lösen wir sofort. Dieses halten wir einfach nur aus und tun überhaupt nichts daran. Also habe ich mir überlegt, gut, dann schauen wir uns mal an, warum funktionieren diese Angriffe eigentlich? Und dafür gibt es im Prinzip zwei Erkläransätze, die ich euch vorstellen möchte. Der eine ist eben individualpsychologisch, der andere ist organisationspsychologisch. Daniel Kahneman hat einen Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften, glaube ich, dafür bekommen, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, wie Menschen denken. Thinking Fast and Slow, großer Bestseller und so weiter. Der postuliert im Prinzip, wir haben zwei Systeme in unserem Gehirn. Das erste System arbeitet schnell und intuitiv und automatisch. Also Standardhandlungsabläufe. Ihr müsst nicht nachdenken, wenn ihr zu Hause aus der Tür geht und die Wohnung abschließt. Das passiert einfach. Da werden keine Ressourcen des Gehirnes drauf verwendet, jetzt nachzudenken, dreht man den Schlüssel rechts, links rum, ist das überhaupt der richtige oder so. Eigentlich sehr faszinierend. Ich habe einen relativ großen Schlüsselbund und ich bin echt fasziniert, wie es meinem Gehirn gelingt, ohne dass ich darüber nachdenke, den richtigen Schlüssel einfach aus der Tasche zu ziehen. Das ist System 1. Und das ist aktiv primär bei Angst, wenn wir also schnell handeln müssen, Fluchtreflex und solche Dinge. Oder bei Langeweile, wenn wir wie immer handeln müssen. Und genau diese ganzen Phishing-Szenarien zielen auf eine dieser beiden Sachen ab. Entweder uns ganz viel Angst zu machen oder einen Ablauf, den wir antrainiert haben und aus Langeweile automatisiert durchführen, auszulösen. Demgegenüber steht das System 2, das ist langsam, analytisch und dominiert von Vernunft. Und ja, die Angreifer nutzen natürlich Situationen, in denen sie auf System 1 setzen können. Warum ist das ein Problem? Wenn wir Leuten versuchen zu erklären, wie sie sich gegen solche Angriffe schützen sollen, guck darauf, achte darauf und so weiter, dann erklären wir das System 2. Und System 2 versteht das auch, genau wie ich verstanden habe, dass ich eigentlich nicht auf irgendwelche PayPal-Scams klicken soll. Aber wenn ich gelangweilt vorm Computer sitze und überlege, wo ich als nächstes hinklicken soll, dann suche ich mir halt den nächsten großen Button und klicke da drauf. Organisationspsychologie finde ich das eigentlich sehr viel interessanter, weil warum kümmert sich eigentlich niemand um dieses Problem? Ja? Wir begnügen uns damit, irgendwie unseren IT-Perimeter zu haben. Wir bauen da eine Schranke drum, bauen eine Firewall hier und hast du noch gesehen, hier noch irgendein Snake Oil und so. Und der technische Angriff ist eigentlich ziemlich schwierig. Ja? Wenige Menschen können technische Angriffe durchführen. Und unser Schutz dagegen ist enorm gut. Wir haben granular definierte Reife, wir können messen, wenn du irgendwie dieses oder jenes Checkmark nicht hast, bist du schlecht oder so. Und dann sitzen an dem Computer Administratorinnen und Angestellte und arbeiten mit diesen Daten. Und die schützen wir irgendwie nicht. Wir machen uns auch gar keine Gedanken darüber, die mal zu härten oder zu pentesten. Dabei ist der Angriff über Social Engineering viel einfacher und einen Schutz haben wir dem aber nicht gegenüber. Und jetzt tritt der ganz normale Prozess des Risikomanagements ein und der sieht ungefähr so aus. Das Risiko wird wahrgenommen, das Risiko wird analysiert und in diesem Fall wird das Risiko dann eben ignoriert. Und so sitzen wir jetzt seit 20 Jahren da, uns fliegt ein Makro nach dem anderen um die Ohren. Die, wie heißt diese Uni da, war das jetzt Göttingen oder Gießen? Göttingen kommt auch noch dran, keine Sorge. Ja? Und wenn diese Risiken gemanagt werden, dann muss man sehen, Management bedeutet, die Verantwortung zu tragen und deshalb alles dafür tun zu müssen, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Und eben auch nicht mehr als das zu tun. Das heißt, wir versuchen also, die Probleme zu lösen, die wir können. Und die anderen, was kann ich dafür, wenn der Nutzer falsch klickt? Wohin uns das gebracht hat, können wir jetzt eben bei den verschiedenen Unternehmen beobachten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie kann man dieses Problem denn mal lösen? Ja, welche Gegenmaßnahmen sind wie wirksam? Also was funktioniert, um Menschen das abzugewöhnen oder die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie auf solche Sachen draufklicken? Und welche UI- und UX-Faktoren machen weniger verwundbar? Weil es sind ja quasi immer die gleichen Prozesse, die ausgenutzt werden. Und auf der anderen Seite die Optimierungsdimensionen, einmal die Resistenz,
nicht zu klicken. Und dann in so einem Unternehmenskontext halt, du musst es melden, ja, du musst der IT Bescheid sagen, damit die irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Ich zeige euch jetzt mal die Ergebnisse von zwei Beispielstudien, die wir in dem Bereich durchgeführt haben. Ich bin sehr bemüht, die so anonymisiert zu haben, also sollte hoffentlich nirgendwo mehr erkennbar sein, mit welchen Unternehmen das war. Das erste war in Asien, da haben wir das mit 30.000 Personen gemacht. 4 Phishing-Durchläufe und es gab so ein Lernvideo, in dem das auch nochmal erklärt wurde. Und wir haben erfasst, wie oft das dann zum Beispiel der IT gemeldet wurde, dass dieser Angriff stattgefunden hat. Und wir haben erfasst, ob die Leute auf diese Phishing-Nummer reingefallen sind. Und was wir dort eigentlich herausfinden wollten, war, es ging eigentlich darum, wie wir in diesem Unternehmen regelmäßig die Menschen trainieren, dass sie nicht auf solche Sachen draufklicken. Also haben wir uns so einen Versuchsplan gebaut und haben gesagt, okay, welche Kommunikationsmöglichkeiten haben wir? Ja gut, wir können den E-Mailer schicken, so, also Spam vom eigenen Unternehmen. Wir können Poster in den Flur hängen. Wir können beides machen, wir können nichts machen. Wir können außerdem den Leuten so einen Online-Kurs anbieten und die danach einen Quiz machen lassen. Auch da können wir den Online-Kurs einmal mit einem Text und einmal mit einem Video. Meine Hypothese war, das Video bringt es den Leuten wahrscheinlich besser bei. Und dann haben wir quasi, weil wir genug Leute hatten, eben das alles quasi vollständig permutiert, sodass wir alle Effekte einzeln messen konnten und nachher die Gruppen vergleichen konnten. Dann haben wir sie einmal gefischt und in dem Phishing gab es dann nachher eine Aufklärung. Also wenn die ihr Passwort eingegeben hatten, kam entweder ein Text, der ihnen gesagt hat, ey, das war jetzt gerade schlecht, oder ein Video, was ihnen erklärt hat, das war jetzt gerade schlecht, oder beides, Text und darunter ein Video oder umgekehrt. Und dann haben wir nochmal ein Phishing gemacht. Und jetzt werde ich grün markieren, die Dinge, die tatsächlich einen Effekt hatten. Alles, was vorne stand, E-Mailer, alles, was man den Leuten erklärt, alles, was System 2 anspricht, hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Ihr könnt die Leute irgendwelche Quizze ausführen lassen und Online-Kurse und so, wie sie wollen, verdienen einige Unternehmen auch gutes Geld mit, hat aber keinen Effekt. Was einen Effekt hatte, war, ob die gefischt wurden oder nicht. Und es war etwas besser, wenn sie ein Video dazu gesehen haben. Und das ist genau deshalb, weil wenn sie tatsächlich gefischt werden, dann haben sie eine Lernerfahrung, wenn System 2 aktiv ist. Ja, das Video war so ein rotes Blinken, Achtung, Gefahr, du hast etwas falsch gemacht. Ich will noch kurz zu dem Ergebnis kommen bei der ersten Erfassung. Wir haben zunächst eine Erfolgsrate von 35% gehabt, 55% haben die E-Mails ignoriert. Und 10% haben auf der Phishing-Seite abgebrochen. Also die haben vielleicht nochmal irgendwie, sind nochmal zur Besinnung gekommen oder so. Und mein damaliger Kollege meinte, ey, das kann irgendwie gar nicht sein, so, da muss viel mehr gehen, so schlau sind die doch nicht, ne. Guck mal, ob die E-Mails überhaupt geöffnet haben, ja, also gelesen haben. Wir hatten nämlich ein kleines C-Pixelchen in der E-Mail und ich konnte quasi feststellen, ob die E-Mail überhaupt geöffnet haben. Wenn wir die Zahl korrigiert haben und diejenigen rausgenommen haben, die E-Mail nie zu Gesicht bekommen haben, war die Erfolgswahrscheinlichkeit 55%. Wir hatten dann noch ein weiteres Problem an der Backe, weil wir hatten jetzt an 30.000 Leute eine E-Mail geschrieben und als Absender angegeben, wir wären der IT-Support. Es gibt darauf verschiedene Reaktionen. Erstmal haben wir relativ viele E-Mails bekommen, wo die Leute sagten, ich will ja mein Passwort ändern, aber da kommt immer dieses Video. Und dann hatten wir Leute, die noch Monate später der unsäglichen Praxis nachhingen, wenn sie jemand meine E-Mail schreiben wollen. Dass sie einfach suchen, weil sie letztes Mal von dem eine E-Mail bekommen haben und auf den Thread antworten. Das heißt, wir waren das nächste halbe Jahr damit beschäftigt, IT-Support zu machen. Okay, Ergebnis zusammengefasst, diese ganzen Awareness-Maßnahmen hatten keinen praktisch relevanten Effekt. Die Selbsterfahrung hatte einen starken Lerneffekt und der ging teilweise sogar über das Erwartbare hinaus. Leider aber sind die Lerneffekte sehr spezifisch. Das heißt, die Leute lernen, wenn eine Passwort-Reset-E-Mail kommt, darf ich da nicht draufklicken. Wenn du denen aber danach schickst, gib mal deine Kreditkartennummer an, dann sagen die, ja klar, gar kein Problem. Und auch
das Szenario. Ja, wir haben dann nachher noch andere Social Engineering Maßnahmen gemacht und es gab jetzt keine abfärbenden Effekte von, du hast mit den Phishing bis zum Erbrechen geübt, dass die jetzt irgendwie bei USB-Sticks irgendwie vorsichtiger wären oder so. Das heißt, das ist relativ unschön. Außerdem sind die Effekte nicht stabil. Das heißt, du hast einen Lerneffekt so in den ersten 3 Monaten und dann nimmt er wieder ab. Das heißt, nach einiger Zeit, wenn du es nach einem Jahr wieder machst, hast du genau wieder deine 35-55%, die du vorher hattest. Also wir können dieses Problem irgendwie versuchen, niedrig zu halten, aber auf diesem Weg nicht aus der Welt schaffen. So dachte ich, bis ich dann meine zweite Beispielstudie gemacht habe, die ich euch hier vorstellen möchte. Die war international, in mehreren Sprachen, Englisch, Deutsch, Spanisch und 2 weiteren Sprachen, 2000 Zielpersonen, 4 Durchläufe, Video war ein bisschen länger. Und das erste Ergebnis war, ich habe erfasst, quasi, wenn die Leute gemeldet haben und die IT dann reagiert hätte, wie viele erfolgreiche Angriffe danach hätten verhindert werden können. Und das Interessante ist, dass bei den meisten Standorten fast über 3/4 der weiteren Angriffe, die danach noch passiert sind, hätten verhindert werden können durch eine schnelle Meldung. Das heißt, es ist gut für eine IT, ihre Leute zu ermutigen, sich bei ihr zu melden und irgendwie Bescheid zu geben. Das andere Ergebnis bei diesen Leuten war, beim ersten Durchlauf hatten die eine Phishing-Erfolgsrate von 10%. Und ich war etwas ungläubig und habe mich gefragt, wie kann das denn sein? Ich hatte auch vorher ja ein bisschen große Fresse gehabt. Und jetzt hatte ich gesagt, 30% mache ich euch locker, gar kein Thema. Und dann sitzt irgendwie 10% da. Die sagt dann auch so, ja, wolltest du nicht mehr? Tja, was haben die gemacht? Die hatten 2 Dinge anders als viele andere Unternehmen. Erstens, die hatten ihre E-Mails mit so einem kleinen Hinweis versehen, der in den Subject reingeschrieben wurde bei eingehenden E-Mails, dass die E-Mails von extern kommt. Und das andere, was in diesem Unternehmen anders war, ist, die haben ihren Passwortwechsel nicht über das Web abgebildet. Das heißt, die Situation, in die ich die Menschen da gebracht habe, ey, hier ist eine Webseite, gib mal dein Passwort ein, die waren die nicht gewöhnt. Und deswegen sind die aus dem Tritt gekommen, haben auf einmal mit ihrem System 2 arbeiten müssen und haben den Fehler nicht gemacht. Wenn wir uns die Ergebnisse weiter anschauen, ich hatte ja gesagt, es waren 4 Durchläufe. Der 2. und der 4. Durchlauf waren jeweils nur mit denen, die in dem davorgegangenen Durchlauf quasi gefischt wurden. Das heißt, wir haben denen nochmal so eine Härteauffrischung gegeben. Man sieht auch, da gibt es einige sehr renitente Fischklicker. Wir haben dann mal unter kompletter Missachtung sämtlicher datenschutzrechtlichen Vereinbarungen geguckt, wer das war. Und das waren die Funktionsaccounts, ja, also einfach die, wo das Passwort eh irgendwie, wo es quasi zum Job gehört, irgendwie mit dem Post-it das neue Passwort an den Bildschirm zu kleben. Das Interessante ist, wenn wir uns dieses Ergebnis anschauen, also vom ersten zum zweiten Durchlauf und so weiter, haben wir insgesamt einen Rückgang um 33% erzielt. Entschuldigung, das ist falsch, um 66%, ich Idiot. 66%, ja, 33% blieben über. Also ein Rückgang auf 33%. Das ist eigentlich enorm gut. In der Psychologie glaubt mir das eigentlich kaum jemand, wenn man sagt, hier, ich habe eine Intervention, nach einmaliger Intervention Verhaltensänderung bei 2/3 der Leute. Wenn wir uns das für die Sicherheit unseres Unternehmens anschauen oder unserer Organisation, ist das ein riesiges Desaster, weil die 33% sind ja immer noch ein riesiges Problem für uns. Aber Zusammenfassung, durch diesen lokalen Passwortwechsel und den Hinweis external sind die Leute in eine ungewohnte Situation gekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie darauf reinfallen, geht runter. So. Also, was haben wir bis jetzt gelernt? Okay, das theoretische Lernen ist ohne Effekt. Es zählt die Erfahrung aus erster Hand. Es gibt abstrakte Verteidigungskonzepte, die verstehen die Leute nun mal einfach nicht. Bisher ist alles, was wir dafür haben, eine anschauliche Didaktik. Die Lerneffekte nehmen mit der Zeit ab, deswegen müssen wir es regelmäßig wiederholen. Die Lerneffekte werden nicht generalisiert, also müssen wir die Angriffsszenarien variieren. Und wenn die Leute das nicht melden, haben wir ein Problem, deswegen müssen wir sie außerdem ermutigen und belohnen, wenn sie bei der IT anrufen. Für die meisten Organisationen auch eine völlig absurde Idee, wenn jemand bei ihnen anruft, dann auch noch nett zu denen zu sein. Hat aber durchaus Effekte.
So, wenn wir uns aber jetzt mal diese Situationen anschauen, dann ist doch eigentlich unser Ziel zu sagen, okay, dann müssen wir Situationen, unsere IT-Systeme so bauen, dass sie dafür nicht anfällig sind, dass wir irgendwelche automatisierten Prozesse lernen, die Sicherheitsprozesse sind. Also, vielleicht sollte das User Interface nicht so sein, wie diese frische Installation von macOS Catalina. Sondern anders. Denn wir können uns nicht auf System 2 verlassen, aber die meisten Schutzmaßnahmen tun genau das. Also Microsoft Word erklärt einem irgendwas und sagt dann, jetzt ist das dein Problem, wenn du nicht verstehst, wovon wir hier reden. Den Rest, der hier passiert um dich herum an diesem Computer, verstehst du auch nicht. Hier ist ein Knopf, drück drauf. Das, so können wir nicht 20 Jahre agieren und sagen, wir kriegen das Problem nicht in den Griff. Es gibt eine Möglichkeit übrigens, dieses Problem mit Microsoft Word in den Griff zu kriegen, und das ist, Makros zu deaktivieren, dann kommt der Geschäftsbetrieb zum Erliegen. Oder Makros zu signieren. Ganz einfaches Code-Signing auf Makros geht, kann man per AD-Gruppenrichtlinie ausrollen. Ich habe mal mit einem IT-Sicherheitsbeauftragten eines etwas größeren Unternehmens gesprochen. Das war eines der wenigen Unternehmen, die das jemals gemacht haben, die ich kenne. Der meinte so, ja, okay, also hat ein Jahr gedauert. Ich habe jetzt weiße Haare und eine Halbglatze, aber ich bin froh, dass ich das Problem endlich aus der Welt habe. Und ist der einzige Mensch, der das geschafft hat. In seinem Unternehmen verhasst, ja, aber er ist eigentlich ein Held. Ja? Also dem Mann muss man echt danken. Und was wir also machen müssen, ist, wir müssen unser System 1 sichern. Intuitive Handlungen müssen als Teil der Sicherheitsmechanismen antizipiert werden. Also, wir dürfen den Nutzern nicht angewöhnen, Passwörter in irgendwelche Browserfenster zu tippen. Wir dürfen Sicherheitsprozesse nicht per Mail oder Browser abbilden. Und wir können uns auch mal überlegen, ob wir die freie Wahl von Passwörtern vielleicht einfach unterbinden, damit nicht überall Passwort 123 gesetzt wird. Es wird langsam besser. So, man kann Makros signieren und deaktivieren, man kann Software langsam einschränken aus vertrauenswürdigen Quellen, also aus den App-Stores. Ich weiß, da gibt es dann wieder andere politische Probleme, aber aus einer reinen Sicherheitsperspektive ist das gut, wenn Leute nicht irgendwelche runtergeladenen Echsen aus dem Internet irgendwie anklicken und irgendwelche Makros ausführen. Und mit FIDO 2 und hardwarebasierten Authentisierungsmechanismen wird es langsam besser. Zwei-Faktor-Authentisierung hat einen großen Vormarsch. Also die Welt ist nicht ganz so schlecht, wie wir es glauben. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir mit unseren Sicherheitsmechanismen einfach viel mehr auf die Intuitivität setzen. Denn wenn wir uns mal irgendwie anschauen, wie diese Browser-Warnungen, irgendwie Achtung, mit dem Zertifikat stimmt was nicht, ungefähr so, die hat, glaube ich, bis sie dann irgendwann weg waren, weil Let's Encrypt gekommen ist und es einfach mal vernünftige Zertifikate gab, die hat auch nie jemand verstanden, und entsprechend haben wir hier auch quasi ein wunderschönes SSL gehabt, was am Ende daran gescheitert ist, dass wir scheiß User Interfaces dafür hatten. Inzwischen ist es so, dass Browser die Verbindungen einfach nicht herstellen, auch das ist ein Zugewinn. Ja, ich habe schon überzogen, das war's, macht bitte eure Backups. Wechselt überall eure Passwörter. Ich schicke euch dazu nachher noch meine E-Mail. Und vielen Dank. So, das war doch in gewohnter Manier unterhaltsam. Und ich frage mich, wenn Linus Zahnarzt jetzt einen Passwortmanager benutzt, benutzt Linus jetzt dreimal täglich Zahnseide? Ich habe mir gerade noch die Zähne geseidet, ja, habe ich tatsächlich. Ja. Also macht immer schön eure Backups und benutzt Zahnseide.